Aloha und herzlich willkommen zu unserer Show Kona Daily hier direkt vom Ali E-Drive. Heute mit einem ganz besonderen Gast, denn wir blicken nicht nur in die Zukunft des Rennens, was in 2 Tagen stattfindet, sondern auch ganz, ganz weit in die Vergangenheit. Herzlich willkommen, Natascha Battmann. Vielen Dank, Aloha alle. Herzlich willkommen. Ja, wir stehen hier nicht aus irgendeinem Grund, sondern wir haben einen großen Abend erlebt gestern. Du wurdest aufgenommen in die Ironman Hall of Fame. Wie war der Abend für dich und wie war die Nacht danach? Kurze Nacht, wunderschöne Award, die sie da gemacht haben. Ja, das hat mich echt Haare aufgestellt, Gänsehaut, das war schön berührend. Ja, du bist geehrt worden, ich glaube, Diane Birch, die Renndirektorin, hat es gesagt, nicht nur für die Leistung, sondern auch für die Persönlichkeit. Und sie hat viele schöne Erinnerungen auch vorgebracht, über die wir alle reden werden heute. Schön. Ja, ich kenne Diana seit meiner ersten Teilnahme hier auf der Insel. Und es ist schon auch, es ist ein Stück Geschichte, es ist eine lange Zeit. Und schön, wenn nicht nur Zahlen, sondern auch Emotionen in Erinnerung bleiben. Ja, ganz bestimmt. Das Rennen ist in 2 Tagen. Wir haben gesagt, wir blicken weit zurück in die Vergangenheit. Nils, du bist noch nicht so lange dabei. Wann hast du Natascha zum ersten Mal wahrgenommen? Ich habe also wahrgenommen oder das erste Mal gesehen habe ich dich tatsächlich, als ich das erste Mal hier auf Hawaii war, 2016, gerade in den Triathlon reingekommen. Da hattest du hier dein letztes Rennen und quasi eins meiner ersten Fotos, die ich gemacht habe von dir. Das sehen wir vielleicht nachher noch. Wir können es mal einblenden, das Foto, das haben wir nämlich. War tatsächlich von dir. Wie du, die junge Natascha Battmann. Wechselzone. Wie ich da mein letztes Rennen mache. Ja, genau. Okay. Und ja, ansonsten ist es natürlich für Menschen wie mich, die noch nicht so lange im Triathlon sind, sind das natürlich die alten Legendengeschichten. So, das ist halt, ich kenne es halt nur aus Erzählungen, aber du hast von Gänsehaut gesprochen. Als ich mir das alles jetzt nochmal nachgelesen habe, habe ich tatsächlich auch Gänsehaut gehabt, weil ich deine Geschichte einfach so faszinierend finde, ich muss es sagen. Aber wir werden darüber sprechen heute. Schön, danke dir. Genau. Man weiß, du hast hier 6-mal gewonnen, aber wir haben auch nochmal nachrecherchiert, dieses Foto, das war tatsächlich ein 18. Start hier auf der Insel, ja? Ja, ich habe mit 1996 angefangen und habe ich gesagt, 16, so sind 20 Jahre, das macht das Bild rund. Ja, das war tatsächlich unsere erste Begegnung, 1996. Wir wissen ja, du warst nicht die beste Schwimmerin im Frauenfeld. Ich war für die Age-Gruppe ganz gut und es gab noch den großen Massenstart und du hast mich irgendwann überholt und du hast mich gegrüßt auf dem Fahrrad. Na ja, die netten Schweizer. Ich hab das als Ehre für mich empfunden, aber habe dann gesehen, als du davongezogen bist, du hast jeden gegrüßt, den du geholt hast. Ja, es war für mich nicht nur ein Rennen für mich, das ist Motivation bekommen, aber auch weitergeben. Für mich war das immer auch das Lachen, das war Ausdruck meiner Dankbarkeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so große Leistungen bringen kann und ich habe versucht, stets dankbar zu sein und Leuten auch etwas weiterzugeben, denn ich habe mich so bereichert gefühlt hier auf der Insel. Allein schon das Ankommen am Flughafen, dass ich dachte, da ist unheimlich viel, das ich weitergeben möchte. Ich habe bekommen und wollte sie wieder weitergeben. Ja, hast du getan auf der Radstrecke. Schön, dass das so in Erinnerung bleibt. Ich will ein Erinnerungsbuch schreiben. Ich denke mal, wie es mir ergangen ist, ist es 500 weiteren männlichen Age-Gruppen ergangen. Ja, also das war wunderbar. Das war ja ein Jahr, da hat sich die Wachablösung angekündigt. Du bist Zweite geworden hinter der großen Paula Newby-Fraser, die 8-mal gewonnen hat. Das war ihr letzter 8. Sieg. Und ja, dann hast du die Regentschaft hier übernommen. Ja, das war noch eine andere Zeit. Kannst du dich bestimmt noch erinnern, wir sind rausgelaufen und auf der Laufstrecke, da gab es einen Verpflegungsposten und der wurde einseitig bedient. Ganz also genau. Wie wir aus dem Energy Lab zurückkommen, hatten wir bei den Verpflegungsposten Gegenverkehr. Genau. Und ich als Schweizer, ich habe das nicht verstanden und ich habe natürlich als erstes einen Brief geschrieben und habe gesagt, stell doch den Tisch in die Mitte, die rauslaufen, laufen links und die reinkommen, laufen rechts. Dann könnte man den Tisch auf 2 Seiten nützen. Also das waren keine Profluids oder solche Sachen. Ich habe an der Pressekonferenz gefragt oder am Meeting, wo sind denn die Aid-Stations? Gibt man mir zur Antwort, ja so ungefähr alle 2 Kilometer. Dann habe ich gesagt, ja gibt es eine Karte? Schauen die mich an, Karte? Na, die Schweizer wollten eine Karte. Ja, das muss präzise Die wollten präzise berechnet haben. Ja, das war schon, man musste sich noch alles ein bisschen raussuchen. Ja, es waren wilde Zeiten. Wilde Zeit. Der Kurs war noch ein bisschen anders. Ja. Genau. Also wenn wir jetzt hier über die Hot Corner und so weiter sprechen, da hat sich noch vieles ganz anders abgespielt. Am anderen Ende das Ali E-Drive. Was geblieben ist, ist die Schwimmstrecke. Die Radstrecke hat sich ein bisschen auch verändert durch diese Innenortsschleife, die es jetzt gibt. Richtig, ja. Wir durften noch den ganzen Ali-Drive nach hinten fahren. Genau. Wir sind den Pit nach hinten, ja.
War das gut? Ich höre das ja immer nur von früher. War das ein cooles Element, nochmal da durchzufahren? Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ah, den Ali Drive runterzufahren, man musste am Ende immer nochmal über diesen einen Buckel da? Ja, da war noch so ein Buckel, so ein Buckel hoch und dann runter. Und wenn du dann zum Laufen kamst, das Erste war dann diese Wand. Genau. Die Wand wieder hoch. Ja. Genau, ja. Es ging die Wand hoch und dann ging es runter in The Pit. Ja? Genau, genau. The Pit, das war nochmal wieder runter zum Meer. Da stand ein Planschbecken, um das man nur drum zulaufen durfte, ohne sich reinzulegen. Und dann wieder hoch. Und dann wieder hoch, ja. Ich weiß gar nicht, Those were the days. Ich weiß gar nicht, ob es da mehr Höhenmeter gab. Es gab ja noch diese, gibt ja diese Messungen, hatten wir natürlich damals nicht. Hatten damals noch keine Garmins. Die Schweizerin hat es nicht abgemessen. Nein, nur gelaufen. Ja, aber wir müssen ja so ein bisschen über die Geschichte sprechen. Warum bist du denn hier überhaupt hingekommen? Wie war die Vorgeschichte? Ja, die Vorgeschichte, die ist sehr spannend, weil es hat sich ja für mich nicht abgezeichnet, dass ich so schnell auf Hawaii gehen würde. Ich war ja nicht sportlich. Und gestern Abend hast du gesagt, du warst the Grey Dog. Ja, ich habe ich konnte nicht schwimmen, hat man ja gehört. Der Bademeister hat nach 10 Minuten gesagt, die Frau muss aus dem Wasser. Die kann nicht das ganze Becken leer trinken, die anderen Leute wollen auch noch schwimmen. Also das war so etwa mein Start. Und wie ich das erwähnt habe, Toni war der Einzige, der an mich geglaubt hat. Er hat gesagt, diese Frau, die hat etwas und das ist Fokus. Wenn die mal anfängt, dann zieht sie es durch. Aber ich war weit entfernt von einem Talent. Ich war sehr unkoordiniert, 2 rechte Füße, 2 linke Hände. Bis ich eine Übung begriffen habe, ging das immer länger. Andere Athleten konnten das zack umsetzen und Natasha musste zuerst 2 Monate üben. Aber Toni hat gesehen, da ist ein Fokus. Und dann habe ich zuerst mit Duathlon angefangen. Also meine ersten Rennen waren Duathlon und mein Aufbau, der kam eigentlich ganz langsam. Auf der Langdistanz war ich in Zofingen am Start. Und damals gab es halt 4 oder 5 große Rennen und eins davon war der Powerman in Zofingen. Powerman in Zofingen sind alle Ironman-Sieger hingekommen, weil da gab es das große Preisgeld. Und dann sind Karen Smiles hat 95 in Hawaii gewonnen, ist 96 nach Zofingen gekommen und ich hatte in Zofingen mein erstes Langdistanzdebüt und habe Karen Smiles geschlagen. Und dann kam die Einladung von Hawaii, so du Swiss Chick, jetzt komm da mal rüber und zeig, ob du das auf Hawaii auch drauf hast. Und da war ich ein bisschen so überrascht, denn ich hätte nicht gedacht, für mich in der Planung war das noch zu früh. Ich hätte mich noch nicht an Hawaii rangewagt, habe dann mal im Atlas nachgeschlagen, wo ist denn das überhaupt? Und ja, so hat die Reise dann begonnen. Ja, du hast Toni gerade erwähnt. Ich glaube, wir haben ein Foto von ihm und dir. Oh. Ich weiß nicht, in welchem Jahr es war. Ich kann sicher sagen, es war auf Hawaii, weil die Dixie-Klos im Hintergrund, das sind die hawaiianischen. Stimmt's drauf, ja. Genau. Ja. Super. Kannst du es einschätzen, aus welchem Jahr das ist ungefähr? Eines von den letzten Jahren. Ja, das muss 14 sein wahrscheinlich. Okay, ich habe dich... Und ein seltenes Foto, man sieht Toni nicht oft auf Fotos. Er ist ziemlich kamerascheu. Du hast mir im Auto eben schon die Geschichte erzählt, gestern Abend. Erzähl sie nochmal, die ist so süß. Ja, ich habe ihn gestern Abend gefragt, Schatzi, können wir ein Foto machen? Hall of Fame, schau, schöne Location. Schaut er mich an und sagt, Mensch, nicht schon wieder. Wir haben diese Woche schon ein Foto gemacht. Das ist eine schöne Beschreibung. Da weiß man ungefähr, wie viel Bock da auf Social Media und so vorhanden ist. Ja, null. Toni war damals Nationaltrainer in der Schweiz und der hat in dir Dinge gesehen, die andere nicht gesehen haben. Ja, das ist so. Er hat extrem viel von der Pionierarbeit geleistet. Vieles, glaube ich, ist auch noch heute nicht erreicht. Denn was Toni mit mir erarbeitet hat, war das Prinzip der 4 Säulen. Es braucht nicht nur das Training, um erfolgreich zu sein, es braucht genauso das Material. Und ihr wisst von meinem Fahrrad, hat ein Schweizer gemacht. Ja, absolut. Wollen wir uns das mal anschauen? Auch davon haben wir ein schönes Bild. Das ist auch eins aus den letzten Jahren, glaube ich. Schön. Wie viele Cheetahs gab es? Man hat dich immer auf dem Cheetah gesehen. War das eins über die ganzen Jahre? Nein, ich habe ein paar davon. Es gibt insgesamt 140. Okay. Alle handgemacht. Und ja, meiner Meinung nach ein wunderschönes Fahrrad, abgesehen davon, dass es auch extrem schnell ist. Ja, und Nils, du kannst es beurteilen, das war seiner Zeit weit voraus. Ja, oder? Natürlich, also weit, aber ich weiß, das waren natürlich auch die Jahre, in denen viel experimentiert wurde. Das hat man so ein bisschen vergessen, wenn man heute die modernen Bikes, nachdem sie alle ja in lange Zeit relativ gleich aussahen, geht es ja jetzt wieder in verschiedene Richtungen. Aber da wurde natürlich viel, als Carbon aufkam, als Werkstoff, konnte man da natürlich viel ausprobieren. Ich habe nur gelesen und gehört, dass das als unfahrbar galt. Also, dass man wirklich gute Fähigkeiten
Fähigkeiten haben musste, um dann mit dem Biest klarzukommen, um das wirklich schnell fahren zu können. Gerade hier im Wind wahrscheinlich. Ja, war wilde Sache. Heißt ja auch Cheetah. Also wie ich mit diesem Fahrrad hier rankam, es waren ja die deutschen Radfahrer, die hier die Profis waren. Und die Rennen damals geworden haben. Das war die Zeit der Überbiker, ja, Thomas Hellriegel und so. Thomas Hellriegel, Thomas hat zu mir gesagt, Mädchen, das Rad kannst du hier nicht fahren, das bläst dich von der Straße. Dann habe ich gesagt, ja, wir schauen mal. Sehr gut. Es brauchte viel Pionierarbeit. Ich meine, stellt euch vor, ich war die erste Frau mit einem Aerohelm. Ja. Heute unvorstellbar, dass jemand nicht Aerohelm fährt. Also es brauchte diesen Mut, auch das auszuprobieren und zu denken, wenn es nur, ich habe ja nie mit riesengroßen Vorsprungen gewonnen. Ich war ja nicht dieser typische Überathlet physisch, aber mit kleinen Details, das hat immer ein paar Sekunden gegeben. Ich glaube, so das Material, das war eine wichtige Säule. Ja, ich glaube, deine Radüberlegenheit, die kam nie so richtig zur Geltung, wie sie heute zur Geltung kommen würde, wo das Schwimmen kompakter ist, weil du deine Radüberlegenheit so ein bisschen hinter deiner Schwimmleistung verstecken musstest. Ja? Das ist schon okay. Wir haben ein Foto von dir aus dem Pazifik hier. Ich weiß auch nicht mehr, in welchem Jahr es war, aber das ist, glaube ich, das typische Natascha Bartmann-Schwimmgesicht gewesen, oder? Nummer 47, ja. Keine Ahnung, aus welchem Jahr das war, aber ich habe nicht so viele Fotos von mir vom Schwimmen gesehen. Bis ich kam, waren die Kameraleute schon auf dem Motorrad und zum Rad vier Fotos machen. Schwimmen war nie so ganz meine Stärke. Eigentlich habe ich die Liebe zum Wasser erst entdeckt nach meinem großen Unfall. Nach dem großen Unfall. Aber du hast gerade die Liebe erwähnt. Die Geschichte müssen wir natürlich zu Ende erzählen mit Toni. Er war Nationaltrainer, aber irgendwann auch mehr für dich. Ja, also ganz klar. Toni hat das physische Training gemacht und das war natürlich für ihn ausgesprochen wichtig, dass er gesagt hat, wenn ich trainiere, dass ich auch das Richtige esse. Er hat dann mit der Ernährung genau diese so angepasst, dass sie zu der Leistung passt. Und wir waren auch in der Ernährung, wir waren so weit voraus, wir waren die Ersten, die BCAA hier auf die Insel genommen haben. Hat damals niemand genommen. Wir waren die Ersten mit den Fettsäuren. Es gibt so viel in der Ernährung, wo man viel zu wenig Beachtung geschenkt hat. Und ich glaube, das Gleiche war auch mit dem mentalen Training. Toni hat gesagt, du kannst nicht nur den Körper trainieren, es ist wichtig, dass du täglich deinen Geist trainierst. Und am Anfang habe ich so ein bisschen gesagt, hä? Und wie ich dann Zofingen oder die ersten Rennen gewonnen habe und auch von meinem mentalen Training erzählt habe, da hat es dann schnell mal geheißen, oh, passt auf, die ist ein bisschen Kuckuck. Die hört während dem Laufen Vögel. Vielleicht hat ein bisschen Vögel im Kopf, da tickt was nicht richtig. Aber heute, stellt euch vor, ein Athlet, der kein mentales Training macht, gibt es doch fast nicht mehr, oder? Yeah, faszinierend, ja, faszinierend. Zumindest kein, der ganz erfolgreich ist, glaube ich. Ja? Ja, ist ganz wichtig, dass man hier, es ist, ich meine, wenn ich mein letztes Rennen anschaue, ich bin nicht gut geschwommen, habe auf dem Rad aufgeholt, Führung übernommen und habe es nach Hause gelaufen. War das Standard von meinen Rennen. Im letzten Jahr kam ich mit 10 Minuten Rückstand vom Rad. Habt ihr mal ausgerechnet, wie viele Sekunden du den Kilometer schneller laufen musst, wenn du 10 Minuten aufholen willst? Ja. Und wenn ich das damals gerechnet hätte, hätte ich nicht gewonnen. Und da habe ich meine Visualisation hervorgenommen und habe mir einfach vorgestellt, wie schnell ich laufe. Und ich habe die schnellste Läuferin vom Feld eingeholt, was für mich real, Fact auf dem Tisch nie möglich gewesen wäre, wenn ihr mich vorher gefragt hättet, hätte ich gesagt, nein, ich kann Michili nie einholen. Sie hat Silber an der Olympiade, großartigste Athletin im Feld, ist nicht möglich. Also ich hätte real, faktisch gesagt, geht nicht. Ja, wie ist das so? Michaeli Jones war gestern dabei bei der Ehrung, Paula Newby-Fraser war da. Ist das so ein Wiedertreffen oder gibt es noch irgendwelche Vorbehalte aus alten Zeiten? Wir haben uns viele Jahre jetzt nicht gesehen und ja klar, früher waren wir so ein bisschen belauernd und besonders, ich glaube, für Paula und Michaeli war es nicht einfach, die Europäer zu fassen oder die Schweizer zu fassen. Ja. War für sie eine andere Welt, die hätten nicht damit gerechnet. Kona war in amerikanischer, australischer Hand. War immer so. Ja. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich hier mein erstes Auto gewonnen habe. Ich habe das Auto nie bekommen. Hier sind die Schlüssel, viel Spaß damit. Ja, weil man durfte, konnte es gar nicht nach Europa exportieren. Man hat so fest damit gerechnet, dass das hier bleibt, oder? Und ja, also wirklich lustige Geschichten. Ja, Autosponsoring sind hier Tradition. Damals war es Ford, heute ist es Winfast. Ja, wenn wir noch
mal zurückschauen damals, du sagst, es war amerikanisch dominiert, es war auch männerdominiert. Beides ist anders geworden. Beides ist anders geworden, ja. Ja, hat sich viel geändert jetzt in diesen 25 Jahren. Besonders, denke ich, seit Corona hat sich halt nochmals eine große Entwicklung, eine große Veränderung gegeben. Ja, und die größte Veränderung jetzt in diesem Jahr, erstmals sind nur Frauen am Start. Ich habe noch jemanden anders getroffen, der sogar noch häufiger hier war als du, und zwar den Hannes Blaschke. Der hat uns mal so ein bisschen erzählt, was er hier aus seiner Reisegruppe an Eindrücken mitgenommen hat, eben mit nur Frauen im Rennen. Mit nur Frauen. Der Ironman Hawaii findet erstmals nur für Frauen statt. Manche Dinge sind aber nicht austauschbar. Darum reden wir nicht mit Hanna Blaschke, sondern mit Hannes Blaschke. Hannes, du bist, glaube ich, so oft hier gewesen wie niemand anders aus Deutschland. Kann man, glaube ich, sagen. Ja, ich glaube, ich meine Nummer 38, meine ich. Ja, das ist nicht schlecht. Aber jetzt ist alles anders. Zum ersten Mal nur für Frauen. Wie fühlt es sich für dich an, der hier alles erlebt hat? Also, ich muss echt sagen, die Stimmung ist richtig geil. Und man kann natürlich hierher kommen, in Miesepeter-Stimmung alles runterreden. Aber was mir auffallen ist, das erste Mal, als ich gemerkt habe, dass es ein bisschen anders ist hier, war, normalerweise fährst du ans Pier am Morgen um 7 mit den Leuten. Dann gehen die Männer ins Wasser und du stehst mit 5, 6, 7 Fanfrauen da, die sich über die tollen Leistungen von ihren Männern unterhalten. Und dieses Mal, erstes Mal am Pier, ich stehe mit lauter Männern da, die sich über die tollen Leistungen von ihren Frauen unterhalten, die gerade im Wasser schwimmen. Und da habe ich gedacht, upsala, ein bisschen anders dieses Mal. Aber was ich total schön finde hier, die Frauen, die hier sind, es sind so viele von denen da, die in ihrem Leben niemals damit gerechnet hätten, einmal in Hawaii starten zu dürfen. Und die saugen das hier auf als die richtige Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Und das ist wunderbar. Und die stacheln mich sogar als alte Hawaii-Schlampe wieder an, wieder die ganze Liebe zu dieser Insel zu entwickeln. Das ist wunderbar. Du hast ja den direkten Kontakt zu allen. Wie ist ja. Das so in der Reisegruppe? Wie ist die Stimmung? Gut, super. Die sind, Frauen sind, ja, okay, im Vergleich zu Männern. Die sind manche ein bisschen pickier. Die schauen halt wirklich die Regeln bis in das letzte Ding an. Und da sind die Männer halt eher so, ja. Von dem her, bisschen anstrengend manchmal, anstrengender. Aber auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, diese Dankbarkeit, dieses Fühlen über die Inseln, dieses Hey, wir sind jetzt hier und we celebrate this race. Das ist da und vor dem habe ich ja so ein bisschen Angst gehabt. Aber es ist da und es ist wunderschön. Es ist jetzt zum ersten Mal so, dass man nicht seine Altersklasse gewinnen musste und aufs Podium kommen musste, um sich zu qualifizieren. Das heißt, es gibt auch viele, die haben noch gar nicht so viel Ironman-Erfahrung, gar nicht so viel Langdistanz-Erfahrung und die müssen sich jetzt hier mit den Bedingungen auseinandersetzen. Siehst du da Probleme auf uns zukommen, dass es für viele sehr, sehr hart wird am Samstag? Ja, also das Gap wird ja auf jeden Fall größer werden. Die Leistungsunterschiede sind viel, viel größer und es sind schon viele da, die so auf die Limits schauen, ob sie es schaffen. Aber auf der anderen Seite ist ja dieses, wir wollen finishen, wir wollen durchkommen. Eigentlich erinnert es mich an meinen ersten Triathlon 1983 beim Allgäu-Triathlon, als 220 Mann am Start waren und keiner hat jemals einen Triathlon gemacht und keiner hat gewusst, ob wir jemals das Ziel erreichen. Und von dem her ist es so diese Urstimmung wieder da und heute habe ich schon so eine kleine Ansprache gehalten und habe gesagt, hey, eigentlich wollen wir doch hier nur finishen, weil das ist das, was im Herzen bleibt. Und da haben sie alle applaudiert und das kämpfen alle hier. Das ist schön. Ja. Sind denn trotzdem auch die Besten da, die immer mit euch gereist sind? Ja, ja. Okay. Also auch wenn man hier schaut, wer am Ali-Drive hier rumrennt und hier rumfährt auf dem Highway auch draußen. Ich bin ja von relativ vielen Damen überholt worden, weil ich vor 3 Tagen die 90 Kilometer auf dem Beachcruiser gemacht habe, weil wir kein Rennrad mehr gehabt haben. Wir haben kein Rennrad mehr zum Vermieten gehabt und dann, ich wollte unbedingt wieder mal die Strecke fahren. Und ich dachte, hey, Beachcruiser ist schon egal. Mit dem Reisegast sogar, der fand die Idee auch cool. Und dann habe ich halt viele überholt. Ja, mein Hintern tut noch ein bisschen weh, aber passt. Und da habe ich viele Damen überholt und extrem fitte Damen überholt. Also, da ist schon was da. Okay, wir sehen jetzt hier den Unterschied. Die Damen hier, die Mannschaft aus Polen, kommt zum Sonnenuntergang an den Beach. Ja. Der Mann würde jetzt wahrscheinlich laufen gehen nochmal. Die Sonne geht unter, ich muss nochmal eine Einheit machen. Ja, ja, die sind alle zum Spaß haben da, zum Finishen da. Und dann, ja, passt. Ja. Ja. Im besten Schlusswort kann man es gar nicht alles ausdenken selber. Aloha from Hawaii.
Ja, wir haben es gehört, es wird zelebriert und das merkt man wirklich hier überall. Ne? Wenn man rausgeht zum Training, überall auf dem Highway, überall sieht man strahlende Gesichter bei den Wettbewerben, die schon stattgefunden haben. Und trotzdem gibt es so viele Frauen, die sich das vielleicht nicht zutrauen oder nicht sagen, ja, wie soll ich das schaffen, irgendwie nach Hawaii zu kommen? Es ist so ein Riesenschritt. Du stehst jetzt hier als Ironman-Legende, Hall of Fame-Figur davor. Ich kann da meinen Blick überhaupt nicht von abwenden, von der Trophäe. Nuts and Bowls Trophy. Aber auch bei dir hat ja das alles mit einem ersten Schritt angefangen. Und der war ja nicht so, dass der Sport vom Himmel gefallen ist für dich sozusagen als natürliches Talent, sondern du hast dir das alles erarbeitet. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, so in deine erste, in die ersten Anfänge deiner sportlichen Karriere, wenn man so will, die am Anfang ja noch keine war. Das waren tatsächlich noch keine und ihr werdet überrascht sein, wenn ihr hört, wie das angefangen hat. Ich habe gesagt, ich habe Tony kennengelernt, er war der Sportler, er war der Athlet und ich war übergewichtig. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, können Sie mir einen Tipp geben, wie ich ein bisschen schlanker werde? Dann hat er gesagt, ja Fräulein, dann müssen Sie endlich mal anfangen, richtig zu essen. Und dann habe ich gedacht, na, das ist ein toller Mann. Und an alle Männer hier, sagt das den Frauen, ich habe mich sofort in ihn verliebt und habe gesagt, endlich ein Mann, der sagt, ich soll essen und nicht, ich soll abnehmen. Und dann kam das Aber und er hat gesagt, aber es wäre wichtig, Sie würden sich ein bisschen bewegen. Motiviert über seine Worte habe ich am Abend meinen weißen Baumwolltrainer angezogen. Ich hatte so hohe weiße Turnschuhe, die halt damals noch in waren, eigentlich Tennisschuhe. Dann bin ich mit denen zum nächsten Block rüber gejoggt und wieder zurück. Puh, und ich hatte Gefühl, ich hätte trainiert, bin am nächsten Tag ins Geschäft gekommen. Stolz über meine Leistung und hatte gesagt, ja, Sie sehen so glücklich aus. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe trainiert. Ja, was denn? Ja, ich war 10 Minuten joggen. Ja. Na, und er war so nett und hat nichts gesagt. Es war noch ein weiter Weg und hat gesagt, ja, das war ein guter Anfang. Und ich meine, ja, da war da noch... Da ist das Ende. Es war wer weiß, was das Ende ist. Aber ja. Es war ein langer Weg, aber nicht, dass man denkt, man muss nicht als Sportler geboren sein. Es ist wirklich möglich, mit einer guten Planung und einer seriösen Zielsetzung das umzusetzen. Man muss auch nicht Ironman-Weltmeisterin werden, aber es hilft, glaube ich, das sagst du ja auch immer wieder, dass dir der Sport auch in deinem ganzen Leben auch geholfen hat und dass er dir gezeigt hat, dass man, ja, wenn man diesen Weg gegangen ist und gemerkt hat, dass man Erfolge haben kann, auf welchem Niveau auch immer, dass es einem für alle Lebenslagen hilft. Ganz klar, das ist Triathlon ist für mich oder war für mich nicht nur ein sportlicher Erfolg. Triathlon ist eine ganze Lebensphilosophie. Mein Leben hat sich verändert. Ich wurde ein zufriedener, glücklicher Mensch, der gesünder war. Also ich hatte das Gefühl, dass ich mit 40 gesünder und leistungsfähiger war als wie mit 20, was ja eigentlich nicht so der Fall sein sollte. Aber bei mir war das ganz klar der Fall. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Du warst, glaube ich, schon 30 Jahre alt, als du das erste Mal hier warst. Ja. Und du bist im Alter von 46 Jahren nochmal Sechste bei den Profis hier geworden. Ja. Und Radbestzeit. Und Radbestzeit gefahren. Ja, das ist, es ist, vielleicht war ich so auch in diesem Bereich ein bisschen Pionierin, um zu zeigen, dass Alter eigentlich eine Zahl ist. Es ist immer auch wichtig, wie fit fühlt man sich im Kopf. Und für so eine lange Leistung, da war es kein Nachteil, schon ein bisschen älter zu sein. Ja, ja. Und du hast vorhin das schon angesprochen, du hattest hier einen wahnsinnig schweren Unfall auf Hawaii. Und dieser sechste Platz war ja danach, nachdem du dich wieder zurückgekämpft hast quasi. Vielleicht kannst du uns da auch noch mit, weil ich finde das unheimlich motivierend, dass es dann nicht hieß, ja okay, Karriere zu Ende war dann auch okay, sondern dass du gesagt hast, ich muss es nochmal angehen. Ja, das war ein unheimlich tragischer Moment, wie ich da auf dem Boden lag und merkte, ich kann nicht mehr aufstehen. Mein Fahrrad, 6,5 Kilo, und ich konnte mein Fahrrad nicht von mir runterschieben. Und wie ich dann schlussendlich zurückgegangen bin in die Schweiz und operiert wurde, dann hat man mir gesagt, ja, tut uns leid, sowas haben wir noch nie gesehen. Wir operieren das zum ersten Mal. Und wir sind froh, wenn du 1 Kilo Zucker wieder auf diese Höhe heben kannst. Also vielleicht kannst du dir schon mal über die Einrichtung deiner Küche Gedanken machen. Das hat mich mehr geschockt als der Unfall hier, denn nicht mehr Sport machen zu können, das wollte ich nicht akzeptieren. Und ich habe gesagt, nee, das wird wieder werden.
Ja, es ist wieder geworden und ich habe wahrscheinlich Dinge geleistet, die die Ärzte mir auch nicht zugetraut hätten. Aber 5 Jahre danach bin ich hier wieder gestartet und ich bin geschwommen. Ich hatte meine Arme beide oben und heute, wenn ich den Chirurgen sehe, mache ich immer... Ah! Er freut sich, ich freue mich. Und dass ich damals hier Sechste werden durfte, ist für mich... hat für mich das Ganze so komplett gemacht. War für mich mehr wert als ein Sieg. Mhm. Denn so ein Comeback von so einem Sturz, das war ja für mich sehr wertvoll. Extrem bemerkenswert. Das war für alle dramatisch. Wie gesagt, ja. Vorbild. Ja. Ja. Ja, Vorbild ist das richtige Wort. Jetzt sind hier zum ersten Mal nur Frauen am Start. 2100 bis 2200, irgendwo dazwischen ist die Zahl. Unheimlich viele Rookies, aber auch unheimlich viele wahrscheinlich, die sich über dich haben inspirieren lassen. Wunderschön, es ist mir eine große Freude, wenn ich andere inspirieren darf. Wir waren nicht so viele Frauen früher und es ist schön zu sehen, dass es heute viel mehr Frauen gibt. Einige sprechen mich auch an, andere kennen mich gar nicht. Also es ist auch immer ein bisschen eine Frage vom Alter, wie lange sind die Leute schon dabei. Und auch zu sagen ist, 1998, 2000, es gab zwar schon Videos und Fotos, ja. Aber nicht nur schwarz-weiß, aber es war auch noch eine Zeit. Ich bin 1998 nach dem Zieleinlauf am nächsten Tag zum Fotografen marschiert und habe mein Zielfoto gekauft, habe das Zielfoto fotokopiert und Postkarten nach Hause geschickt, die dann 3 Wochen später in der Schweiz ankamen. Das war nicht ein Handy, man hat ein Selfie gemacht und verschickt. Das waren andere Zeiten. Ja? Ja, unglaublich, unglaublich. Wir haben ein Foto nicht aus 1998, sondern aus dem Jahr 2000, wo du zum zweiten Mal hier gewonnen hast. Das war's. Ja. Pure Freude. Pure Freude. Das ist, das war mein Ausdruck. Ich kann das heute noch fühlen. Das ist das Wunderschöne an diesem Sport. Alle diese Augenblicke, und es waren nicht nur Siegesmomente. Ich bin hier angekommen im Ziel und ich kann die Augen schließen und ich kann die Momente wieder erleben. Es gibt mir diese Fülle, diese Freude zurück. Als ich das erste Mal erlebt habe, habe ich gedacht, ich möchte das mit allen teilen. Ich habe gedacht, es ist genug Glück und Freude für die ganze Welt. Teile es mit allen. Und das war mir stets ein Bedürfnis und darum auch meine große Dankbarkeit, dass ich immer lachen durfte und konnte. Und ja, ich denke, eines meiner Vermächtnisse. Keine neuen Rekorde, aber dafür das Vermächtnis von viel Emotionen und viel Freude. Absolut. Ich habe dich hier oft lachen und lächeln sehen. Manchmal weiß man ja nicht, ist das so ein freudiges Lachen oder eher so ein laktazides. Bei dir war das, glaube ich, immer ein freudiges. Selbst auf dieser brutalen Strecke zum Natural Energy Lab und zurück. Und wie brutal sie ist, das hast du mal ausprobiert, Nils. Ich habe mal einen Test gemacht, ja, auf jeden Fall. Genau, den schauen wir uns mal an nach der Werbung. So, liebe Triathlon-Freunde, jetzt geht es auf einen der, viele sagen, den härtesten Teil der Laufstrecke beim Ironman Hawaii. Hinter uns ist der Highway. Davon geht's ab. Wenn man hier angekommen ist, am berüchtigten Energy Lab, dann biegt man in einen Streckenabschnitt ein, der schon wahnsinnig viel gesehen hat. Sowohl was den Sport angeht, als auch die Wissenschaft. Wir nehmen uns das Stück jetzt mal vor bis zum Wendepunkt und wieder hoch. Und dann gucken wir mal, wie sich's anfühlt, hier zu laufen. In der, frühen Nachmittagssonne. Wir haben jetzt 3:15. Ist schon ein bisschen später, als die Profis hier sind, aber wir laufen ja auch nicht so schnell. Also, das probieren wir jetzt aus. Brille auf, Uhr an. Und los geht's. Bis gleich. Man sieht's vielleicht an der Frisur. Der Wind kommt hart von vorne. Aber das ist auf diesem Stück ganz angenehm. Es geht leicht bergab. Man hat den Gegenwind nicht so als störend. Ich bin sehr gespannt, wie sich das nachher anfühlt. Ob er einem dann hilft, den Berg wieder hoch. Wenn man nicht komplett zerstört ist hier schon, und das bin ich jetzt schon fast, obwohl ich gar keinen Ironman mache, da hat man hier jede Menge zu gucken. Hier geht der Blick aufs Meer. Hier kann man die Flugzeuge sehen, die vom Airport hochkommen. Also letzte Mal Konzentration, bevor es dann gleich da vorne Richtung Wendepunkt geht. Hier irgendwo, ist noch nicht ausgezeichnet, aber von den Kilometern kommt es hin, ist irgendwo der Wendepunkt.
1975, meine ich, wurde das Natural Energy Lab gegründet, um ja, Forschung mit natürlichen Energien zu machen, mit Tiefseewasser, mit Solar, später hier sind viele Solaranlagen. Und da hat man auch relativ schnell Erfolge erzielt, denn das ist hier, habe ich gehört, der Platz in den USA, der am meisten Sonnenstunden pro Tag abkriegt. Ich nehme jetzt noch einen Schluck Wasser und dann nutze ich mal den Wendepunkt. Gegründet wurde das ja aufgrund der ersten großen Energiekrise. Das kann ich gut nachempfinden. Die ist schon eingetreten. So. Das war's. Das Energy Lab. Meine Güte. Es ist später Nachmittag. Es ist kein heißer Tag. Wir haben so 25 Grad ungefähr. Es geht ein kleiner Wind. Und es war trotzdem brutal anstrengend. 8 Kilometer von hier bis zum Wendepunkt und wieder hoch. Ob der Wendepunkt genau an der Stelle ist, keine Ahnung. Was kann man noch? Ich gucke mal gerade. Höhenmeter 30, also gar nicht so wahnsinnig viel insgesamt. Aber es kommt einem trotzdem brutal hart vor. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man hier eine Attacke setzt und es schafft, hier mehrere Meter zwischen sich und seinen Verfolgerinnen zu legen, dann geht da was. Da muss man es durchziehen auf dem Highway. Wir können heute Feierabend machen. Alle anderen, viel Glück da draußen hier, wenn es bei euch ins Energy Lab geht. Vielleicht könnt ihr den Sonnenuntergang sehen, dann genießt ihn. Wenn ihr ihn nicht seht, seid ihr verdammt schnell unterwegs. Wir sind raus. Natural Energy Lab. Wow. Schön war es, ja. Also schön anstrengend. Also es war tatsächlich, ich meine, ich habe es ja gesagt, es war keine besonders harten Bedingungen, weil es nicht in der knallharten Mittagssonne da war, bei der die Profis da sind. Und vor allen Dingen, ich bin da ja einfach mal locker reingelaufen so, ne? Und nicht irgendwie zum Punkt im Marathon, wo es sowieso haarig wird. Wir hatten es hier gerade irgendwie damit. Du hast auch gesagt, das ist der Punkt, da geht es um alles. Ja, da entscheidet es sich. Energy Lab ist so der Knackpunkt. Früher war diese Zusatzschleife nicht, da war die noch mehr in der Stadt, hat das Rennen damit noch ein bisschen verschärft. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen die Athleten beobachtet, kann man schon viel über die Rennentscheidung sagen. Und du hast gesagt, es gab damals eine Verpflegungsstation da unten. Also da war das Wasser lauwarm. Da ist wirklich da. Hat schon gekocht. Ja, das hat gekocht. Am besten hast du dich da eingestellt, da unten gibt es Tee. Und nicht Eis erwartet. Denn ja, wollte man früher auch das Eis da nach unten bringen und kühl behalten. Aber das sind schon wieder die mentalen Dinge. Merkst du das irgendwie so? Wenn man stellt sich vor, es gibt Tee, finde ich gut, merke ich wieder. Ja. Wir haben gesagt, du bist 18 Mal hier gestartet, du hast das Energy Lab nicht jedes Mal gesehen, aber was sind so deine Erinnerungen an das Energy Lab? Meine allererste Erinnerung ist die, dass ich da unten gesungen habe. Ja, ich habe da... ja, natürlich. Ich bin gespannt, auf was. Ich singe ja auch immer. Nein, ich singe jetzt nicht vor. Keine Angst. Ich weiß, wo meine Fähigkeiten liegen. Es war mehr so ein inneres Singen. Das ist gut. Und es ist für mich, wie ich das erste Mal hier gelaufen bin, da habe ich das versucht zu machen, wie bei meinen anderen Rennen davor. Ich hatte ja keine Erfahrung. Und ich weiß, ich bin auf dem Ali Drive gelaufen, bei Kilometer 2, rechter Fuß, erste Blase. Und da habe ich gedacht, na okay, jetzt belasse es mal den linken Fuß ein bisschen mehr, weicht ein bisschen aus. Kilometer 3, linker Fuß, Blase. Na und dann kam das Rechnen, 42 minus 3 sind das tatsächlich noch 39 Kilometer mit Blasen. Autsch, das geht nicht gut. Und dann Kilometer 7 stehe ich vor meinem Hotel. Na, da war die Erlösung. Und da war so die innere Stimme ganz stark, die gesagt hat, komm rein, verstehen dich alle. Mensch, willst doch nicht noch mit Blasen weiterlaufen. Das kennen wir alle. Alle, die wir Ironmans gemacht haben. Dieser Punkt kommt, wo man gute Entschuldigungen hat und eigentlich aufhören könnte. Ja, und dann haben wir auch ich habe den Kopf umgestellt und habe gesagt, von jetzt an schaust du dir die Blumen an. Und das Meer, das hast du bis jetzt noch nicht gesehen. Und ich kam im Ziel an und ich hatte rote Schuhe. Und es hat erst wehgetan, als jemand gesagt hat, du, deine Schuhe sind ganz rot. Mhm. Da konnte ich nicht mehr gehen und der arme Toni musste mich 3 Tage rumtragen. Ja. Toni wieder der Arme. Er schafft das gut, glaube ich. Ja, wir haben auch noch Bilder aus späteren Jahren. Ich glaube, aus 2005 haben wir noch was Schönes gefunden. Wenn wir einmal...
sonst plaudern wir einfach ein bisschen weiter. Genau. Genau. Wir haben schon drüber gesprochen, dieses Jahr ist hier vieles anders. Kannst du dir vorstellen, dass die Ironman-Weltmeisterschaft für die Frauen nächstes Jahr nicht hier stattfindet? Ja, ich konnte mir es schon sehr schwer vorstellen, dass die Männer nicht gemeinsam mit den Frauen hier sind. Gibt eine ganz andere Dynamik und ich habe dann versucht, ja auch das Gute zu finden. Es gibt ja nicht nur immer nichts Gutes, wenn Männer und Frauen nicht zusammen sind, das hat ja auch seine Vorteile. Und so etwas vom Ersten, das mir aufgefallen ist, habe ich gedacht, tada, das Coolste ist, die Frauen bekommen Nummer 1. Ich bin doch hier ein paar Mal gestartet, ich durfte nie Nummer 1 tragen. Ja, ja. Ja, also von dem her, Start Nummer 1 gibt schon nochmal so ein richtig gutes Gefühl. Und dann da habe ich mir überlegt, ja, wer sollte denn die Nummer 1 bekommen? Sollte die Nummer 1 die letztjährige Siegerin bekommen? Oder wäre es vielleicht fairer, ein bisschen in der Geschichte zurückzugehen und zu sagen, ja, die erste Frau, die noch aktiv ist und das Rennen gewonnen hat, sollte gewinnen. Und im wärst du dann gestartet? Das wäre mein Anschluss. Vielleicht hätte ich mir dann für übernächstes Jahr noch etwas überlegt. Ja, das sind so die schönen Sachen, wo man dann auch sagen kann, okay, gibt es ganz andere spannende Dinge. Ja, ich glaube, wir haben ein Bild von dir unter Männern. Da, genau. So sah das damals aus. Ja, Natascha überholt, grüßt und lässt ganz viele Männer hinter sich. 97. Du kannst am Trikot erkennen, am Helm, am Rad. Ja. Ja. Radschuhen. Genau. Da hatte man noch so komische Schalt... Gripshift. Gripshift hieß, ja, ja. Die nur am Anfang funktionierten, als sie neu waren. Ja, ja, aber jetzt schau dir mal dieses Rad und diese Aerodynamik von vorne an. Siehst du die Bremsen? Keine Kabel. 1997, keine Kabel. Ja. Drehbremsen. Ja, 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 ja. Ja, das war also aerodynamisch. Gebremst hat es nicht so richtig, aber immerhin, man hat es nicht. Na, also man musste ja nicht bremsen. Immer wenn ich eingecheckt habe und die Schiedsrichter zu mir gesagt haben, wo sind denn Bremsen, habe ich gesagt, keine Bremsen, mach nur langsam. Und wir haben auch aus dem gleichen Jahr ein Finishbild, ein Siegerbild von dir, glaube ich. Nein, ist ein anderes Jahr. Nee, haben wir nicht. Gut, dann machen wir erstmal weiter. Ja, nein, das ist ein anderes Jahr, das ist ein ganz anderes Jahr. Das war nämlich 2012, glaube ich, richtig? Gut, das war 2012. Diskutiert in der Regie. Ja, das war da, wo ich nach dem Unfall... Man sieht, die Schultern sind noch nicht so ganz gleichmäßig. Okay, okay. Ja, ja, da waren die letzten 5% noch nicht ausgearbeitet. Ja. Ja, die Stimmung hier in der Stadt. Nur Frauen am Start. Eben war der Underpants Run. Du hast gesagt, du hast den Start gesehen. Du hast ein paar Männer zum Glück erkannt. Ja, ja, waren noch ein paar Männer dabei. War sehr interessant, nur Frauen zu sehen. Ja, aber für mich ist die Stimmung mit den Männern, ich meine, wie Jan Frodeno das gesagt hat, eigentlich unvorstellbar, dass das Rennen getrennt ist. Ich kenne noch du kennst den Massenstart, alle zusammen gemeinsam ins Wasser. Das war ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich bin gespannt, wie das jetzt am Wochenende sein wird. Vielleicht ist es allgemein etwas ruhiger, kontrollierter, nicht mehr das Urgewaltige. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, ja. Wir werden dich am Ende fragen müssen, ob es wieder einen Schweizer Sieg gibt, aber wir wollen mal so ein bisschen nochmal zurückschauen. Du hast ja quasi eine Ära der Schweizerinnen hier, die hier dominiert haben, eröffnet. Da kam ja dann Karin Thürig als starke Radfahrerin. Sehr stark, ja. Ne? Es kam Caroline Steffen, die inzwischen in Australien wohnt und verheiratet ist. Es kam Daniel Garif. Es kam auch auf der Kurzstrecke Nicolas Spirig. Und das in einem Land, wo den Frauen erst relativ spät so basale Dinge wie das Wahlrecht zugestanden wurden. Die Männer waren nicht so erfolgreich, eure Männer. Ja, vielleicht hat das ein bisschen Pionierspirit gegeben. Ich meine, Nicolas Spirig hat das Alter meiner Tochter. Das ist schon eine andere Generation, die da nochmal gekommen ist und sehr erfolgreich war. Und ich denke, es ist immer ein bisschen so, dass im Sport, wenn es mehr pusht in einem Land, dass dann auch junge Leute dazu motiviert werden. Aber ganz wichtig ist es auch zu sehen, ich hatte erste Erfolge und da stand ganz klein in der Zeitung, Natascha Badmann gewonnen. Also es hat eine Zeit lang gebraucht, bis das auch mal eine Schlagzeile gab und richtig
richtig groß wurde. Heute ist der Weg für Athleten geebnet. Heute ist Triathlon bekannt. Aber ich weiß noch sehr gut, wie ich das erste Mal an meinem neuen Wohnort durch das Dorf gerannt bin. Dann ist die Barriere runtergegangen und ich bin einfach vor Ort gejoggt. Da ist die Bauersfrau daneben im Garten am Arbeiten und dann sagt sie zu mir, also wenn Sie keine Arbeit haben, können Sie mir helfen kommen. Diese Zeiten, da war der Sport auch noch nicht, das war ein bisschen im Aufbau auch, dass es so richtig auch als Beruf anerkannt wird. Ja, ja, aber du hast schon Pionierarbeit. Ja. Für den Triathlon-Sport auch in der Schweiz. Es gibt ja große Events, der Ironman ehemals Zürich jetzt Thun und so. Ich glaube, da steckt auch viel Natascha Battmann noch drin, oder? Ja, wunderschön, wenn ich etwas so weitergeben darf. Das freut mich. Ich versuche auch beim Powerman ein bisschen zu unterstützen, denn schließlich habe ich da mein erstes großes Rennen gemacht und durfte meinen großen Erfolg feiern. Und von dem her finde ich es auch für Leute, die noch nicht so gute Schwimmer sind, einen optimalen Event, um einzusteigen und da mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Rattert schon wieder. Knallharte Radstrecke. Ja, das wäre was für dich. Sag's mir. Ja, wir müssen gleich noch über das Rennen am Samstag reden, aber wir reden ja insgesamt hier über Kailua Kona, über die Stimmung. Nils hat sie versucht, an verschiedenen Stellen entlang des Ali-E Drive aufzufangen. Ganz genau. Als kleine Serie in dieser Show, aber am Ende auch nochmal als großen zusammenhängenden Film. Ganz genau. Und das ist natürlich wichtig, wenn man sich verausgabt, da muss man auch wieder nachtanken. Und das haben wir gemacht in der heutigen Folge. Keep going. Get ready, move it, 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 keep going. Jetzt sind wir bei einer der Lieblingsstationen hier auf dem Ali Drive. Wir sind bei Dapokeschak. Und worum geht's hier? Erstmal um eine echte Institution. Kleiner Laden, der, das sagt der Name schon, Poke verkauft. Es ist so ein bisschen sowas wie das Nationalgericht hier in Hawaii. Und wenn man einmal hier war, muss man das probiert haben. Was ist Poke? Poke ist im Grunde Thunfisch, roher Thunfisch mit Sojasauce und Sesamöl. So mal die Grundsubstanz. Aber was sie daraus machen, ist wirklich fantastisch. Es gibt unzählige Spielarten. Da kann Mayonnaise drauf sein, das kann scharf sein, das kann süß sein. Das ist wirklich fast keine Grenzen gesetzt. Dazu gibt es jede Menge Beilagen, Seafood, alles, was aus dem Meer kommt, aber auch so Kimchi oder irgendwelche Algen. Wahnsinnig viel Auswahl. Aber wie gesagt, eine echte Institution hier und man muss das unbedingt probiert haben. Wenn wir da jetzt gleich reingehen und das bestellen, keinen Schock kriegen. Es ist ziemlich, ziemlich teuer. Also auf den ersten Blick kommt einem das sehr, 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 sehr viel Geld vor, was man für ein ganz bisschen rohen Fisch verlangt. Aber man muss sich auch immer klar machen, was kriegt man dafür. Man kriegt den wahrscheinlich frischesten Thunfisch, den man wirklich in seinem Leben essen kann. Denn der schwimmt genau auf dieser anderen Seite des Gebäudes im Pazifik und wird hier gefangen. Immer frisch, niemals gefroren und auch niemals vom Vortag. Also, wenn man das hier ausprobieren möchte bei der Poke Shack, da muss man früh kommen. Denn wenn weg, dann weg. Dann machen die einfach zu. Weil, wenn es nichts mehr gibt, kann man nichts mehr verkaufen. Das Ganze gibt es dann auf einer Kugel warmen Sushi-Reis, mit Toppings, da kann noch ein bisschen Seegras oben drauf sein, Sesamsamen. Das Ganze ist inspiriert von der asiatischen Küche, japanisch, koreanisch, das sind alles so Influences, die ihr habt. Und wie gesagt, eben der Gelbflossentun, der Ahi, der hier wirklich allgegenwärtig ist, das ist mal die Grundsubstanz. Wir gehen jetzt rein und gucken mal, was so in der Auslage liegt. Stehen wir erstmal an. Gehört auch dazu. Also, wir haben es jetzt noch gar nicht so spät, aber wie gesagt, am Nachmittag braucht man hier nicht mehr herkommen, dann ist alles weg. Jetzt geht's los, liebe Fischfreunde. Das haben wir uns jetzt bestellt.
Also zwei verschiedene Sorten Thunfisch haben wir hier unterschiedlich angemacht. Man sieht hier einmal heller mit Sojasauce, einmal mit einer Art Mayonnaise, scharf und ein bisschen süß. Das ist Seaweed Salad und wie gesagt Sushi-Reis. Das ist es schon. Das ist im Prinzip die Einfachheit, die es ausmacht und vor allen Dingen die Frische. Also es ist ganz wichtig für Poke, geht halt absolut nur der frische Thunfisch in Sushi-Qualität. Deswegen auch gar nicht so einfach, das zu Hause nachzumachen. Hier schwimmt er halt direkt vor der Haustür und deswegen hat man halt hier den Zugang dazu. Was heißt eigentlich Poke? Bedeutet im Prinzip Brocken, Chunk auf Englisch. Ist hawaiianisch das Wort und da kommt es halt auch her. Also der genaue Ursprung ist nicht so richtig bekannt, wo es herkommt, aber im Prinzip ein Brocken Fisch in Sojasauce zu marinieren, ist jetzt auch nicht so überraschend, wenn man von so viel Wasser übergeben ist. Und deswegen ist es halt auch ein traditionelles Gericht. Also ganz, ganz einfach, aber eben trotzdem sehr, sehr gut. Und jetzt geht's los. So, jetzt habe ich ehrlich gesagt auch Hunger. Ja, ist jetzt schon, wenn wir gleich auf die Uhr gucken, dann musst du dich schon fast sputen, du. Der Laden macht gleich auf und dann macht er auch schnell wieder zu, wenn alles ausverkauft ist. Ja, das Problem ist ja gleich das Pressekonferenz. Wir werden dann nochmal tief ins Profifeld einsteigen. Absolut. Und gucken, wer denn hier, weil wir müssen ja morgen unsere Prognosen abgeben. Du musst sie gleich noch abgeben. Ja, wir schauen nochmal, wir haben nochmal ein Bild aus deinem Jahr, wo du, glaube ich, hier den letzten Sieg eingefahren hast. Natürlich wieder auf dem Cheetah. Gab es vom Cheetah Modifikationen? Wurde da noch was optimiert über die Jahre oder war das Cheetah? Man hätte, oder Rudi Kurt hätte noch viele Optionen gehabt, aber damals hat man so kritisch immer auf mein Fahrrad geschaut. Also er hatte noch weitere Verschalungen für das Kettenblatt, für unten. Er hätte alles bereit gehabt und ich habe gesagt, machen wir alles nicht dran, denn die Leute sind so schon, denken immer, da ist schon ein Motor drin, dabei war eigentlich nur das Getränk da drin. Meine Flügel steckten da im Tank. Ja. Ich hatte damals ja schon dieses Getränkesystem und die Form an und für sich vom Rahmen konnte man nur verstärken mit mehr Layern oder den Rahmen einfach vergrößern. Aber für mich hat diese Form gepasst. Die Wahl war so für mich optimal. Ja, wie optimal, das sehen wir im nächsten Bild, denn das Ganze ist ja irgendwo auch gut ausgegangen. Da. Ah, oh, schönes Bild. Das ist so kennen wir dich. Okay, ja, also das ist weckt ausgesprochen glückliche Momente. Und was da zu sehen ist, ich habe da auch noch eine tolle Brille bekommen. Es gab nur zwei Brillen mit dem goldenen Rahmen, eine für die Männer, falls sie gewinnen, und eine für die Frauen. Oh. War ich natürlich auch sehr speziell und die Rahmen habe ich heute noch. Du hast auf jeden Fall ein gutes Technikmuseum, glaube ich. Ja. Da sind die Schätze. Willst du mal kommen? Das nehme ich gerne an. Ja. Das heißt, der geht jetzt auch in die Familie ein, weil du hast ja schon diverse davon stehen. Den gibt es doch auch immer noch für den Sieger, oder? Und die Siegerin. Nein, für den Sieger gab es oft die Schüssel, weil der König ja die Schüssel bekommen hat. Das war aber der Erste, der war aus Glas. Okay. Ja, man hat die Trophy über die Jahre ein bisschen angepasst. Ja. Und dann gab es den Champions Ring, vom Juwelier Champions hier. Ring, ja, der Juwelier. Jemand reichen die Finger nicht mehr? Ich habe dann an jedem Finger, ich habe plötzlich gemerkt, ich kann ja nicht mehrere Ringe an einem Finger tragen und habe dann gebeten, die Größen anzupassen, damit an jedem Finger einer ist. Aber ich habe sie so gerne, dass ich sie eigentlich fast nie trage, weil ich immer denke, ja, vielleicht geht er dann verloren. Ich war in St. George dabei, als angepasst wurde, als die Maßnahme genommen wurde und so. Das war sehr, sehr witzig. Auch Daniela auch gesagt hat so, welchen Finger nehme ich denn? Wer bekommt den Ring? Wir müssen drüber reden, was sich hier abspielt am Samstag. Wie siehst du es jetzt, dass wir den vollen Fokus auf ein Frauenprofifeld haben und uns um die Männer ganz schön müssen, weil die haben ja schon... Die haben schon, Männer haben schon abgeliefert. Es ist von dem her ausgesprochen toll, dass man sich nur auf die Frauenzahlen, die wir alle, großartige Zahlen, großartige Datenbank, die wir von Thorsten haben. Das ist, also ich finde das fantastisch. Hätte mir, oder Toni, so viel Arbeit erspart viele Jahre zurück. das ist ganz, ganz großartig, was man da als Basis hat. Und ich habe verschiedene Athleten im Blick. Es ist so, dass ich es extrem vielen Athleten auch gönne, dass sie hier sind, dass mal so viele Frauen hier sein können. Ich habe gestern die Zahl 1600 gehört, sind Newbies. Mhm. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass so viele Newbies kommen können. Das ist
großartig, macht das Rennen anders. Aber jetzt geht es ja um die, ihr wollt ja wissen, wer da als Sieger reinläuft. Als Captain vom Team Europe ist natürlich mein ganzes Herz bei Europa. Und da ist die Auswahl so großartig, dass sie, glaube ich, auch schon fast reicht. Man aber vielleicht Chelsea Sodaro und gewisse andere nicht ganz außer Acht lassen darf. Chelsea macht einen sehr entspannten Eindruck. Und ich habe das Gefühl, sie ist in ausgesprochener Verfassung. Mhm. Als Athletin und als Teammitglied von Red Bull ist natürlich meine Favoritin Daniela. Ich denke aber, dass Anne Haug mit ihren 40 Jahren sich absolut professionell vorbereitet hat. Ich glaube, dass Laura Philipp alles im Gepäck hat und sie nur darauf wartet, den Vulkan mal zu zünden. Also ich denke, da darf man ganz gespannt drauf sein. Und wir haben Cat Matthew, die natürlich Großartiges geleistet hat. Ich denke, Lucy Charles, ich habe sie noch nicht gesehen, ist sehr versteckt. Aber ich denke, da ist auch was zu erwarten. Also es ist schwierig, sich da nur auf einen zu konzentrieren. Total, ja. Und ehrlich, ich wünsche allen ein großartiges Rennen. Sie sollen sich freuen und glücklich strahlen und diese Freude weitergeben. Das wäre mein Wunsch. Da gehen wir absolut mit. Ja. Wie wirst du es erleben? Von wo aus? Ja, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich bin zwischendurch noch bei der Live-Übertragung. Ich wollte eigentlich gerne mal raus zum Energy Lab, weil das haben wir ja angesprochen, ist so die Knacknuss. Aber ich weiß nicht, ob ich es dann bis zum Zielband schaffe, weil ich sollte ja dann beim Zielband sein, denn ich darf das halten, wenn die Siegerin kommt. Also das ist du mit wem? Mit Pola. Wow. Und dann, das ist eine große Ehre. Aber nicht, dass es dann wieder einen Wettkampf gibt, wenn ihr beide einen zieht. Ja, dann, hat ja gewisse Leute und wir wissen schon, die Zeiten, von Punkt A nach B zu kommen, haben sich nicht gerade vereinfacht. Ja. Also der Plan für meinen Aufenthalt steht noch nicht. Okay. Aber wo werdet ihr sein? Überall. Überall? Okay. Überall, ja. In Bewegung. Das ist immer besonders tricky hier, also ist nicht ganz einfach, aber wir werden schon das Rennen komplett abbilden können. Vielleicht auch oben auf der Palani. Ich finde, da ist ein guter Punkt auf auch noch. Auf jeden Fall. Mhm. Da waren für mich immer auch schöne Momente. Viele Schweizer-deutsche Fans, also bitte behalte das bei. Ja. Wird es das nochmal geben, diese Fanmomente mit dir im Rennen? Dass ich nochmal ein Rennen starte? Ich habe immer gesagt, ich sage niemals nie. Und ich bitte Ironman schon lange und hiermit auch nochmal offiziell, macht eine Legendenkategorie, macht eine Hall of Fame Kategorie, was auch immer. Thema, ja. Ich bin nicht mehr gut genug, um bei den Profis zu starten. Ich möchte aber auch nicht bei den Age Groupers starten, denn ich möchte keiner Frau eine schlaflose Nacht bereiten. Und wenn ich meine eigene Gruppe hätte, ich glaube auch Thomas Hellriegel und viele andere würden nochmal ein Rennen antreten, wenn sie nicht in der Age Group Kategorie starten müssten. Wow. Ja, der Aufruf ist platziert. Ja, sehr gut. Ja, jetzt habe ich Gänsehaut. Also, wir können noch stundenlang dir zuhören. Also, ich bin inspiriert. Wunderschön. Ich freue mich danke. Auf den Renntag. Danke für deine Zeit hier. Ja, ich danke wünsche für dir, eure Show. Dass ihr gut nach Hause kommt. Das ist eine besondere Ehre, dich heute hier gehabt zu haben, am Tag nach der Ehrung in der Aufnahme in die Hall of Fame. Ja. Dankeschön. Großes Dankeschön. Merci. Danke euch. Ich wünsche allen ein tolles Rennen. Euch da, hallo in die Schweiz. Da draußen auch vielen Dank. Wir sind morgen wieder dabei mit einer weiteren Show aus der Reihe Kona Daily und dann natürlich am Sonntag. Da sind wir gespannt, wen wir hier haben. Vielleicht mit Medaille, mit Schüssel, mit was auch sehen. Immer. Ja. Ne? Es geht in die heiße Phase. Macht's gut in Europa. Schöne Grüße nach Hause. Mahalo.